Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity War of Skyblock Expert Mode. Wir kommen gerade aus dem Stream und haben ein bisschen umgebaut. Und zwar zum einen haben wir jetzt hier die Solarpanels kompakter hingestellt und nur noch die blauen. Denn hier kommen lauter RF-Panels hin und hier hinter kommen dann lauter, später irgendwann mal, Quantum-Panels oder sowas in die Richtung. Oder vielleicht auch die eins kleiner, die Ultimate-Hybrid-Panels, würden eigentlich schon reichen. Die kommen dahin. Wir haben die hier automatisiert übrigens, die Quantum-Panels. Also das können wir schon mal machen. Es fehlt noch ein bisschen Iridium, aber wird schon. Es fehlt sogar nur noch ein Iridium. Iridium haben wir automatisiert hier. Moment. Nein, hier haben wir Coal Chunks automatisiert, hier haben wir Sonarium automatisiert, da ist noch eine Anlage, die Anlage hier schmilzt Uran, weil wir das auch noch nicht hatten. Genau, und hier haben wir einen zweiten Replicator, der die ganze Zeit Iridium macht. Mal gucken, wie lange unsere Speicher das durchhalten. So, ich kann euch mal kurz unseren Molecular Transformer zeigen. Sagen wir mal, ich bestelle mal ein Stack Sonarium. So. Dann läuft das hier folgendermaßen durch. Moment. Das ging jetzt sogar schneller, als ich eigentlich erwartet habe. Ah ja, jetzt, okay. Die Puffer sind jetzt aufgebraucht. Jetzt, wo die Puffer aufgebraucht sind, sind wir hier. Ich weiß gar nicht, ob die hier. Nee. Sind wir hier bei einem Gesamtverbrauch von ungefähr 1,3 Millionen RF pro Tick. Und es juckt uns nicht, denn wir haben diese Anlage hier. Wir haben neue Solarpanels. Insgesamt 60 zusätzliche neue, glaube ich, waren es. Und wir produzieren jetzt insgesamt 3,2 irgendwas Millionen F pro Tick. Aber nur mal zur Info, die Anlage hier verbraucht fast alles. Also sobald wir den Glowstone hier rausnehmen, ich frage mich, wo das alles gepuffert war, aber ist egal. Sobald die Anlage hier nicht mehr läuft, haben wir nämlich nur noch einen Verbrauch von ungefähr 130.000 RF pro Tick, jetzt nur noch 111.000. Also die ganze Sonarium-Anlage verbraucht gut und gerne mal über 1 Million RF pro Tick. Und das über dieses riesige Umspannwerk, das ich im Urlaub so ein bisschen fertig gemacht habe. Eine Abteilung fehlt noch, aber sonst läuft das. Also das Umspannwerk hier kann über 1 Million RF pro Tick umspannen. Von RF auf EU. Und das ist ziemlich nice. Genau. Und wir haben hier diese Sandmaschine gemacht, weil wir uns keine Solarpanels mehr leisten können, weil uns Sand fehlt. Und wir kalkulieren jetzt einfach mal, wie viel Sand hier in 24 Stunden rumkommt. Und dann rechnen wir das hoch, wie viel wir dann von diesen Anlagen hier brauchen. Dann brauchen wir eine riesige Sandanlage, die, keine Ahnung, 1 Million Sand am Tag oder so produziert. Gut. Hier haben wir die RTG Fuel Pellets, die Quantum Solar Dinger in der Mitte haben wir automatisiert. Das Problem ist jetzt, wir brauchen noch die Draconic Energy Cores. So. Und die können auch automatisiert Energy Core. Dafür brauchen wir erstmal Energy. Heißt nicht so? Jetzt bin ich selber schon blöd. Wie hießen die nochmal? Ach, Flux-Capacitor, okay. Flux-Capacitor. So, wir brauchen die. Dafür brauchen wir einen Wi-Fi-Capacitor, Awakened Cores, Awakened Draconium und Draconic Energy Cores. Und das, ihr wisst ja, es ist nicht lustig. So. Was fehlt da? Ein Wolfencore. Okay. Den haben wir ja schon automatisiert. Das ist auch soweit ganz gut. Und den hier haben wir, glaube ich, auch automatisiert. Okay.
Das ist grundsätzlich schon mal eine gute Sache. Das heißt, wir können das schon mal automatisieren. Optimal. Das ist sogar besser, als ich erwartet hätte. So. Flux-Kapazitor. Kapazitor. Sind jetzt sehr teuer? Flux-Kapazitor. Wie viel brauchen wir denn? Creative Energy Cell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein, 16, oder? Nö, ist kein Problem. Das hier können wir alles automatisch craften. 1000 Draconium ist auch kein Problem. 62 Netherstars ist kein Problem. 3000 Redstone auch nicht. Okay. Also das funktioniert soweit schon mal ganz gut. Hier werden gerade Solarpanels gebaut. Hier wird 1 Million Glas gemacht. Hier werden 100.000 von diesen Zertusquarz-Dingern gemacht. Und hier machen wir jetzt die. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, wir haben diese Anlage dafür extra gebaut. War das nicht so? Oder wofür war die Anlage nochmal? Also die macht Draconium rein. Ich muss selber gerade mal gucken, wofür die war. Ach nee, für Mana Dust. Okay, wo wird denn... Ah, weil das nur Redstone braucht, ne? Weil das nur Redstone braucht, deshalb ist das kein Problem. Okay. Das heißt, der macht jetzt gerade Redstone. Nee, der hier macht jetzt gerade Redstone klein. Okay, gut. Das funktioniert soweit. Was wir im nächsten Step aber brauchen, das wird schon ein bisschen ekliger. Und zwar Kapazitor. Gehen wir mal an den Kapazitor. Denn wir brauchen das hier. Dafür brauchen wir einen Draconic Core. Wir haben Draconic Core noch gar nicht automatisiert. Warum? Oh. Wolfram Core, Iridium Ingot. Oh nein, noch mehr Iridium. Oh. Alles braucht Iridium. Es ist schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm. Wirklich. Iridium Ingot. Wie? Okay, das können wir aber bestellen. Das braucht ein Iridium. Okay. Na, wie geht's den Kurs? Taumium. Ist gerade Taumium das Problem? Crafting 2. Ah ja, ich sehe schon, Taumium ist mal wieder ein Problem. Was daran liegen könnte, dass hier noch Void Metal aktiviert war, kein Taumium. Ja, so sieht das deutlich besser aus. Wie viel haben wir davon? 1000. Das passt. Hier haben wir immer noch tonnenweise von Auram. Ich will es nicht wegwerfen. Ich kann es einfach nicht wegwerfen. okay. Dann sollte unser erster Core ja eigentlich gleich fertig sein, oder? Ja, hier ist alles im Taumium durch. Und hier auch. Woran scheitert es denn jetzt? Hä? Flaxt Elektrum und Elektrum. Okay, wir haben kein Elektrum, aber es wird gerade hergestellt, oder? Ich meine, es wird
gerade nicht hergestellt, es wird gerade Invar hergestellt. Weil? Ah, lass mich raten, das ist auch hier drin. Oh, Invar und Elektrum ist im gleichen. Moment. Machen wir Elektrum mal hier rein, damit die hier parallel arbeiten können. Und hier oben ist Flux-Elektrum drin. Okay, ich glaube, so ist besser. Also, schauen wir mal. Okay, das Zeug wird jetzt gerade alles produziert. Dann ist er hier glücklich. Und dann kriegen wir endlich unsere Cores. Aber was wir ja ebenfalls noch brauchen. Ne, wir brauchen eigentlich gerade nur die Cores. Also erstmal für das erste Rezept. Für das erste Rezept, hallo. Hallo. Ja. Manchmal macht mich unser System fertig. Ja, der macht hier noch. Dann schauen wir mal, ob wir so lange was anderes machen können. Flux Capacitor. Wir brauchen nämlich außerdem hier noch diese Draconic Energy Cores. Und die sind ein Problem, weil da muss Molten Draconium drauf. Und das kriegen wir halt tatsächlich nicht so einfach. Smeltery. Sondern nur in das... Kriegen wir das wirklich nur in das Smeltery? Das ist echt doof. Das ist wirklich doof. Crush Draconium Ore wird sogar reichen, aber... Molten Draconium zu Primal Mana. Okay, also wir brauchen wirklich die Smeltery dafür, okay. Aber wir können ja die große hier dafür benutzen, oder? Draconium Ingot? War das dann nicht sogar schon automatisiert, oder wo ist das Problem? Ist jetzt gerade da gar kein Problem an der Anlage. Ja... Ist das ein Molten Draconium? Sind das Awakened Cores? Ja. Hä, hey, fehlt denn nur das Rezept? Ich glaube, da fehlt nur das Rezept. Oh. Okay. Unsere Cores müssten mittlerweile immer noch nicht fertig sein. Ernsthaft? Naja, ah, da doch, da sind noch 22. Draconic Energy Core. Also wir brauchen einen Awaken Core und 5184 Millibucket. 5184, schauen wir mal. Taschenrechner. 5184. Geteilt durch 144 sind 36 Draconium. Das heißt 30. Moment, Processing Pattern. 36 Draconium. Ja, und ein Core, auf den wir jetzt hier noch warten müssen. Ist der bald fertig? Wie lange dauert denn dieses Flux-Zeug? Ist ja furchtbar. Wie langsam ist unsere Anlage, bitte? Ist eh schon Octetic drin. Capacitor. Aber es gibt da halt auch keinen besseren. Es gibt in den neueren Versionen, glaube ich, die man finden kann. Aber die sind halt hier nicht drin. Und die bringen auch alle nichts. Machine Upgrade.
Hilft nichts. Hilft alles nichts. Ja, so habe ich mir das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht vorgestellt, dass wir ewig auf die Cores warten. Ich könnte die Waffen Energy Cores erstmal abbrechen. Ja, komm. Machen wir es so. Sonst hat das hier keinen Zweck. So, damit hätten wir einen Awaken Core automatisiert. Sehr gut. So. Also, Awaken Core. Dann hätte ich gerne einen, bitte. Ein Awaken Core, bitte. Dankeschön. Und ein Awaken Core und 36 Draconium Ingots werden dann zu einem Draconic Energy Core. Das heißt, wir brauchen einfach mal einen Stack Draconium, den wir hier reinwerfen. Der Stack müsste dann hier reingeworfen werden und hier schmelzen. Richtig. Hier müsste dann das Awakened Draconium und das hier rein. Okay, das heißt, ich packe hier den Core rein, der geht dann da rein, okay. Aber wir haben wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Awakened Draconium, ein bisschen Draconium im System, oder? Ja, noch 13 Buckets, okay, perfekt. Und sobald er fertig ist, können wir das Rezept fertig machen, ist doch super. Okay. Energy Core. Sehr gut. So. Da ist es ja. So, ein solcher. Bam. Automatisiert. 32, okay. Das sieht sehr gut aus. Rein damit. Damit hätten wir die automatisiert. Und jetzt fehlt uns nur noch die letzte Stufe. Und zwar, den haben wir auch schon. Flux Capacitor. Ja, da ist das. Haben wir hier irgendwo einen. Nee, Pattern Encoder gibt es hier nicht, ne? Pattern Encoder, es ist. Nee. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich einen Awaken Core. Und dafür müssen wir eigentlich vier davon craften. Wobei die Anlage, glaube ich, ja geht. Theoretisch. Wir schauen mal zu. While Item is crafting. Aber das Item ist doch gerade Crafting. Warum emittierst du kein Redstone-Signal? Willst du mich eigentlich verarschen? Warum funktioniert die Anlage nicht? Ach, Missing Channel. Oh, ich habe mir hier irgendwo ein Channel zu viel gemopst. Ah, ich glaube, der hier ist das Problem. Das ist gar nicht gut. Okay, dann knüpfen wir den mal kurz ab. Damit der wieder einen Channel kriegt. Ah ja, und schon funktioniert. Nee, Moment, wir müssen kurz warten, bis der wieder einen Channel hat. Da ist auf jeden Fall ein ziemlich dickes Problem. Bleibt das Zeug da oben jetzt eigentlich noch? Ja. Ah, und jetzt geht das auch los. Ich frage mich, fehlen da nicht die. Ach nee, die werden, glaube ich, erst nach der 1 Minute ausgelöst. Schauen wir mal. Habe ich da einen Channel zu viel abgezwackt? Okay, dann müssen wir uns da mal was überlegen. So, Signal, zack. Signal geht hoch.
und macht nichts. Weil? Was geht denn jetzt schon wieder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich werfe die einfach mal manuell kurz rein. Aber, hä? Okay, doch, hat funktioniert. Warum hat der die jetzt nicht abgesaugt? Online, online. Ach, der ist auch offline. Warum sind die ganzen Sachen hier offline? Ach nee, der muss ja offline sein gerade. Lag's nur hier an dem Level-Emitter? Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Awaken Core. Das müssen wir im Auge behalten. Also so hundertprozentig hat das jetzt nicht funktioniert, ne? So, zack, das rein. Und wir haben erfolgreich das Ding hier automatisiert. Cool. So. Einen Flux Capacitor. Draconic Flux Capacitor. Available, ist alles available. Dann starten wir mal. Ja, jetzt fehlt nur noch das hier. Und dafür hat er hier wahrscheinlich ziemlich viel Draconium rein. Ja, das sieht danach aus. Also hier dürfte jetzt eigentlich ziemlich viel Draconium reingegangen sein, das dann sofort hier rein ist. Und schmilzt. Und das stellt sicher, dass das hier reingeht. Okay. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Also das hat jetzt tatsächlich ein bisschen besser funktioniert, als ich erwartet habe. Oh, ich glaube nämlich, es ist fertig. Flux. Wir haben einen Flux-Kapazitor. Nice. Jawohl. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir einen Flux-Kapazitor. Sehr nice. Am Ende der Folge machen wir noch einen von den Towers hier fertig. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, weil wir den so ein bisschen brauchen. So. Das ist die richtige Höhe, oder? Ja, ist es. Sehr gut. Dann haben wir zumindest noch den einen Crafting-Prozessor hier schnell fertig gemacht. Wobei, es geht so schnell. Komm, machen wir die Folge ein bisschen länger, machen wir den zweiten auch noch. Zack, zack, zack. Und jawohl. Ein neuer Crafting-Prozessor. Gut, der ist noch nicht online, aber geht schon. So, und 1, 2, 3. Jawohl. Und einfach zurück. Huch. So. So. Ich habe das Gefühl, wir haben deutlich zu viele gemacht irgendwie. Kann das sein? Habe ich mich verschätzt? Habe ich mich verrechnet? Ja, wir haben halt noch so 360 übrig. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ja, cool. Dann haben wir die auch noch fertig. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.